krass. Geh du mal heilen. Und geh du mal Holz sammeln, weil 3 Holz ist mir ehrlich gesagt zu wenig pro Tick. Wir müssen die Brauerei auf jeden Fall mit dem nächsten Geld upgraden. Dafür bräuchten wir aber auch mehr Steine, um genau zu sagen, einen. So, das können wir mit dem machen, weil der hat nichts mehr zu tun. Wir wollen halt bessere Häuser. Das wäre natürlich auch eine Option, aber die können wir auch nicht upgraden, weil wir auch nicht genug, haben wir auch nicht genug Geld dafür gerade. Ja, also Geld ist gerade unser größtes Problem eigentlich. Und auch Steine, weil das Steinvorkommen gleich ist aufgebraucht. Wir müssen dann das Steinvorkommen hier abarbeiten. Aber vorher müssen wir erstmal was gegen die Unzufriedenheit tun. Und das müssen wir auf jeden Fall hier machen mit den... Wir machen bloß noch 2 Nahrung. Das ist schlecht. Wir wachsen halt auch nicht. Das ist unser Problem gerade. Komm, komm, komm. Hier. Wir müssen mal einen von den... Die du auch mal Geld verdienen. Das nützt nichts. Wir müssen jetzt erstmal Geld pushen. Weil Holz haben wir gerade genug. Und wir hängen auch mit den Punkten extremst hinterher. Komm. 50. Okay, du... Na, nicht beide. Einer reicht mir. Darüber. Was ist mit dir? Du sollst dahin gehen. Dann haben wir jetzt hier 3 für Zufriedenheit. Das ist ja schon mal gut. Dann wachsen wir jetzt immerhin wieder. Das finde ich sehr gut. Das wurde auch Zeit. Wir müssen auf jeden Fall an unsere Nahrungsmittelproduktion pushen. Und mit der nächsten Forschung würde ich auf jeden Fall dann den Handel gerne machen. Was wir auch machen könnten, wir könnten ihn mal noch zum Forschungsblämmchen sammeln schicken. Und wir brauchen auch eigentlich Holz. So, der ist fertig hier. Dann reißen wir den Steinbruch ab. Den brauchen wir hier nicht mehr. Und schicken ihn mit zum Holzfällen. Wir machen jetzt 15 Forschungslämmchen. Und wir bekommen gleich Besuch von Gegnern. Hier sind es 2, hier ist es 1 Portal. Okay. Und wir sollten uns das Gebiet und vor allen Dingen auch das Gebiet relativ schnell noch holen, bevor das die Gegner-KI macht. Wir werden angegriffen. Natürlich. Einmal schicke ich die Leute da runter und dann... Kommt schon. Bewegt euch da hoch. Hier bitte mal zurück. Okay, so. Jetzt hier bitte hierhin. Wir schicken mal einen zum Heilen, weil der Winter ist noch ein Stück weit weg. Wir können die nächste Forschung machen, da gehen wir hier auf das Geld. Und holen uns hier auch die Zufriedenheit auf jeden Fall. Damit wir das Problem jetzt erstmal ein für alle Mal aus der Welt geschafft haben. Und die wollen natürlich immer noch bessere Häuser haben. Hier fehlt ein Typi. Handelsrouten aufbauen. Ja, brauche ich nicht im Moment. Drei Geld.
7 Holz und 4 Nahrung. Wobei Nahrung gerade ganz gut aussieht. Eigentlich ist das Problem gerade Holz. Aber da verdienen wir ja auch wieder ganz gut gerade. So. Die müssen wir mal zurückziehen. Schaffen die das hier gegen den? Ja, schaffen sie. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt gleich das Gebiet hier drüben. Beziehungsweise im Winter erstmal das Gebiet, würde ich sagen. Ist das einer von uns? Ne, das ist ein Gegner. Gegnerischer Speer. Wir müssen ganz schnell das Gebiet uns hier holen, damit wir ihn da abschneiden. So, der Bär. Der ist stark genug, der kann das auch im Nichtwinter machen. Wir ziehen ihn nach. Ja, das läuft. Auch wenn der Bär jetzt einen Haufen Lebenspunkte verliert. Wir ziehen ihn mal noch zurück. Die Teile sind halt stark, ja. Aber es nützt nichts. Wir wachsen auf jeden Fall jetzt sehr nett. Das ist, finde ich, gut. Und wir können sogar das Haus aufwerten, was uns wieder ein bisschen Zufriedenheit bescheren würde. Ja. Wir haben zu viele Verletzte. Damit kann ich gerade leben. Und eigentlich müsste jetzt gleich im Winter die ganze Sache hier ein bisschen effektiver vonstatten gehen. Dafür haben wir ja die Forschung. Der Bär kriegt aber komischerweise keinen Bonus, ne? Doch, 19. Er bekommt einen Bonus. Krieger ist trotzdem, was zumindest die Kampfkraft angeht, gefühlt ein bisschen stärker. Okay, erstmal heilen. Wir machen minus 4 Nahrung, aber plus 3 Holz. Das ist nett. Das ermöglicht uns, endlich das Nahrungssilo hier drüben zu bauen. So, der Krieger ist gleich wieder voll geheilt. Dann schicken wir ihn hier rein. Der Bär auch. Komm schon, dann alle beide rein. Wir brauchen das Gebiet unbedingt, damit er sich hier nicht weiter ausbreiten kann. Sehr gut. Und dann können wir gleich das auch noch übernehmen. Wobei wir jetzt natürlich... Wo ist denn der Heiler hin? Haben wir den weggeschickt? Sieht danach aus. So. Vielleicht auch erstmal das Silo upgraden, wenn das geht. Dafür brauchen wir aber Geld und Stein. Okay, dann geh du weiter Nahrung sammeln hier drüben. Geld haben wir fast, Stein haben wir nicht. Das ist das Problem. So, ihn angreifen. Bekommen wir eigentlich fürs Kämpfen jetzt extra Credits? Müssen wir gerade mal gucken. Oder extra Ruhmpunkte. Nee, das haben wir noch nicht, die Forschung, ne? Nein, ich hab nicht aufgepasst, mein Kicker ist down gegangen. Ach, shit. Das war jetzt ein Fehler von mir, da habe ich echt getrieft. Was kostet denn den Krieger? Ja, geht macht der dumm mal zum Krieger. Ja, der kostet, glaube ich, auch 50 oder so. Das war jetzt ärgerlich. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt werden wir hier angegriffen von Wölfen. Das kann mir egal sein. Das sollten die eigentlich hinkriegen. Weil die werden so effektiv geheilt.
Schildmaid. Münzwesen. Mehr Geld. Vielleicht erstmal Münzwesen, weil die Schildmaid haben wir im Moment eh noch nicht. Das bringt uns also eh nichts. So, wir brauchen Stein. Der kommt schon wieder. Das scheint ein massiver Angriff gerade zu sein hier. Und er sagt, er hat nichts zu tun, was natürlich Bullshit ist. So, komm du mal her. Geh mal dahin und dort bauen wir uns jetzt ein Steinmetz, um uns Steine zu holen. Steinmetz. Hier, Bergwerk. Bau mal. Sieben Nahrung, 9 Holz. Wie viel sind in dem Holzfäller gerade drin? 2. Ja, wir brauchen Steine zum Aufwerten. Das nützt nichts. Dann schicken wir ihn schon mal hier rüber. Damit dann gleich 2 Steine schürfen. Ja, du auch. Mit uns wurde Holzhandel abgeschlossen. Das ist natürlich nett. Können wir hier noch Gebiete erweitern? Ja, hier könnten wir noch erweitern. Wir brauchen mehr Ruhm, ne? Das ist im Moment auf jeden Fall klar. Und wir haben uns so zufrieden, hätte ich wieder aufgebraucht. Die wollen schon wieder bessere Häuser haben. Das gibt's doch gar nicht. Dafür brauchen wir aber auch Steine. Das ist natürlich gerade nicht so schön. Was auf jeden Fall jetzt geil wäre, wäre die Forschung, wo wir mehr aus den Vorkommen rauskriegen. Das müssten wir, glaube ich, als nächstes machen, auf jeden Fall. Da ist der nächste Segen. Beim Gegner. Hier sind übrigens auch noch Steine. So, er hat nichts zu tun. Dann schul dich mal um. Wir werden angegriffen. Ja. Geh du mal zurück. Der Bär greift an. Wir holen den Krieger noch hinterher. Bilden hier wieder die Gruppe 1. Das hatte ich nämlich vergessen. Okay, so. Dann nehmen wir jetzt einen von den Fuzzis, schicken den hier hin und bauen hier auch noch ein Bergwerk, dass wir das Eisen abbauen. Bauen. Bergwerk. Bitte. Danke. Wir sind bei 29 von 30. Das heißt, wir brauchen auch wieder erstmal ein Haus. Dann geh du mal bitte hier hin. Bau hier das Haus. Wir brauchen 10 Steine für die... Ja, wir haben gerade das Haus aufgewertet für mehr Zufriedenheit. Weil die halt auch bessere Häuser haben wollen. Eisenmine abgeschlossen. Dann sammel bitte mal Eisen. Hä, haben wir nicht gerade 29 von 30 gehabt? Das, ach, weil wir das Haus abgegradet haben. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt noch mehr Häuser. Das ist auch okay. Wir haben gleich 10 Steine. Und es kommt ein Schneesturm diesen Winter. Das ist natürlich hart. Können wir 2 Holzfällerhütten bauen? Hier auf jeden Fall nicht mehr. Dann bau die halt hier. Ist mir egal. Bau sie. Bau die Hütte.
Ey, warum kann er die nicht bauen? Müssen wir da echt jemanden von den drüben abziehen? Das ist natürlich doof. Komm du mal her. Und bau die Holzfällerhütte, weil wir brauchen jetzt natürlich Holz und Nahrung. Das ist jetzt wichtig. So, wir createn vor allem das Silo jetzt endlich mal. Nein, können wir nicht, weil... Was fehlt uns denn? Noch Geld. 6 Stück Geld. Oh. Ey, hier, kommt jetzt, kommt. Rein da. Ist mir jetzt egal. Wir hätten vielleicht auch... Na, die hätten wir auch nicht... Ja, brauchen wir auch Geld. Also Geld ist gerade wieder mal das Problem. So, jetzt hier. Upgrade des Silos. Und alle, die Nahrung Mittel sammeln, gehen jetzt hier rüber. Erstmal du dahin. Ich hoffe, die sammeln da auch. So. Ja, tun sie. Und die schicken wir alle jetzt hier rüber, weil es da einfach effektiver ist. Die müssten halt nochmal alle anfangen. Dann, ja, jetzt sind wir schon bei plus R, alles klar. Sehr gut. Jetzt können wir gleich die Forschung machen. Da machen wir natürlich die Bergbaueffizienz. Weil die bringt uns jetzt hier richtig was. Du sollst da bitte auch Holz sammeln gehen. Mit dir am besten zusammen. Dahin. Wir werden angegriffen. Ah, der Gegner. Alles klar. Wir verlieren hier einen Typ. Ah! Nein, nein! Ach, Mist. Läuft gerade nicht so optimal, muss ich sagen. Wir haben jetzt einen Arbeiter und einen Krieger verloren. Schlecht. Aber immerhin haben wir so viel Zufriedenheit, dass wir wieder wachsen. Wir müssen also unsere Krieger auf jeden Fall upgraden, merke ich. Jetzt werden wir hier angegriffen. Ah, das sind nur Wölfe. Das ist harmlos. Hatten wir nicht eigentlich einen Heiler? Habe ich ihn abgezogen? Sieht stark danach aus. Das ist natürlich ungünstig. Dann... Die meckern bestimmt rum, dass zu viele Verletzte wir haben. Ja, ja, ist mir schon klar. Werd du mal zum Heiler. Wir machen jetzt 10 Nahrung. Aber jetzt im Winter sollte es gleich wieder besser werden. Mit der Zufriedenheit. Denn wir wissen ja, wir heilen uns im Winter schneller. Und ich glaube, wir sollten zukünftig hier mal noch einen Verteidigungsturm bauen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So, machen wir mal zum Team 1 wieder. Wir haben jetzt 500 Nahrung. Ich glaube, das Problem wird eher das Holz werden. Und Geld haben wir auch nicht. Wie viel arbeiten jetzt hier? 2 Geldfuzis. So, jetzt werden unsere Leute geheilt. Wir kriegen direkt plus 1 Zufriedenheit. Das ist natürlich geil. Noch machen wir nur minus 3 Nahrung. Das wird sich aber im Schneesturm gleich auf jeden Fall ändern. Da werden wir angegriffen von Wölfen. Vielleicht ziehen wir auch mal... Holen wir uns mal das Territorium hin. Da kriegt man nämlich auch Ruhmpunkte. Und
Wir bauen hier mal einen Verteidigungsturm hin. Das kann er mal machen. Ach, kann er nicht. Okay, dann geh du bitte einfach sammeln und du bitte gehst hier bauen. Das ist mega blöd, dass man die, wenn die so eine Spezialfunktion haben, wie jetzt hier das, die Mine, dass man das irgendwie nicht ändern kann. Die Leute hin und her schicken. So, jetzt kommt der Sturm. Wo ist Team 1? Team 1 greift jetzt hier mal an. Auf die Wölfe drauf. Nächster Wolf. Und wir holen uns das Gebiet. Einfach nur für die Ruhmpunkte jetzt gerade. Sehr gut. Der hat nichts zu tun. Du sollst hier einfach nur... Ach, du Doofbeutel. Den müssen wir halt echt da umschulen. So, verlieren wir natürlich mega viel Nahrung jetzt gerade. So, geh dahin. Da gibt es 20% mehr Nahrung. Unser Holz ist gleich aufgebraucht. Scheiße. So, hier, geh Holz sammeln, damit wir das Problem erstmal ein bisschen eindämmen. Dann können wir auch die... Oh, wir machen auch minus 2 Geld. Oh Gott, wie schnell das geht. Krass. Also wir werden auf jeden Fall, wenn der Winter gleich vorbei ist, werden wir blank sein. Weil dass das so schnell geht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und es ist noch ein Stück. Ich schick den Bären mal hier rein. Der kann das vielleicht noch ein bisschen puffern. So, jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Und auch kein Holz mehr. Boah, wir haben es geschafft. Boah, aber gerade so. Also wirklich gerade so. Das war mega knapp. Und jetzt haben wir direkt wieder keine Zufriedenheit mehr. Das verstehe ich jetzt allerdings überhaupt nicht. So, der Heiler hat nichts zu tun. Das heißt, der geht, wird umgeschult zum Nahrungsmittelsammler. Beziehungsweise, nee, du kannst mal mit Geld sammeln hier. Wenn wir schon zwei von den Gebäuden haben, dann können wir die jetzt auch wenigstens mal voll machen. Hier müsste eigentlich auch gleich jemand auftauchen. 99%. Da ist er. Wir werden angegriffen. Aber natürlich nur Wölfe. Aber jetzt haben wir wieder niemanden, der heilen kann. Das ist echt beschissen. Und wir haben auch keine Zufriedenheit mehr. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Gut, dann mach du mal bitte den Heiler. Und er hat nichts zu tun hier. Warum nicht? Ach, weil das aufgebraucht ist. Dann reißen wir das hier ab. Jawohl. Und dann kann er jetzt hier mit sammeln. Wobei die Gebäude sind... Jetzt ist es ausgelassen. Der hat auch schon hier alles abgesammelt. Krass. Können wir das upgraden? Dafür brauchen wir Geld. 50, das haben wir bald zusammen. Das ist schon mal gut. Können wir denn eigentlich auch unsere Werkzeuge verbessern? Für unsere Krieger. Ja, das kostet aber auch Geld. Ich will jetzt erstmal die Nahrungsmittelproduktion auf bessere Füße stellen. Aber ich würde vorschlagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich habe jetzt hier ein Stück aufgenommen. Ihr werdet jetzt bestimmt 3 Folgen schon geschaut haben. Ich spiele dann vermutlich morgen weiter. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer Däumchen nach oben da. Ich werde jetzt die ganze Stunde, halt, die ich jetzt aufgenommen habe, ein bisschen schneiden, dass ihr das alles in 3 Folgen habt. Und wie gesagt, die nächsten Folgen dann in einer neuen Aufnahmesession. Ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir können das hier immer noch zum Erfolg führen. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare zum Spiel und vor allen Dingen zu dem neuen Clan, der hier eingefügt worden ist. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Northgard. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.